Ich finde es ja immer wieder hochfragwürdig, wie unsere lieben Ampelpolitiker, die wohlbemerkt an der Macht sind, oder auch die Unionspolitiker, die in den Landesregierungen stark vertreten sind, wie beispielsweise in Hessen, ständig vor der Opposition warnen, sei es jetzt aus wirtschaftlicher Sicht, sei es aus sicherheitspolitischer Sicht oder weil sie sich so viel Sorgen um die Demokratie machen. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ja, ihr kennt das wahrscheinlich. Überall, egal wo man die Presse aufschlägt, wird vor der AfD und vor dieser bösen Opposition gewarnt. Hier beispielsweise warnt unser Wirtschaftsminister, der übrigens selber nicht mal die Marktwirtschaft definieren kann, der nicht so richtig weiß, was eine Insolvenz ist und der auch die Industriestrompreise, die er selbst mit Subventionen fördern will, nicht kennt, vor der AfD, die ja Gift für den Wirtschaftsstandort Deutschland sei. Oder die Parteichefin der Grünen, Ricarda Lang, die regelmäßig in ihren Videos auch vor der Verrohung der Debatten und so weiter sorgt und sagt, dass sie sich so viel Sorge um die Demokratie und so macht, nur um dann selbst, ja, die Kommentare bei den YouTube-Videos zu deaktivieren, wo ich mir immer sage, zeichnet sich eine Demokratie nicht insbesondere durch Debatten und Diskussionen aus? Wie demokratisch ist es eigentlich, wenn man die Kommentare unter den eigenen Videos und so verbietet, ja? Aber wir haben ja schon häufig genug über diese ganzen wirtschaftlichen Themen gesprochen und wie unsinnig es ist, hier ständig die Schuld an der miesen Wirtschaftslage, an der Rezession in Deutschland, die sich jetzt auch im ersten Quartal diesen Jahres weiter fortsetzen wird, an den hohen Energiepreisen, an der verfehlten Energiewende und so weiter, die Opposition zu beschuldigen, die noch nie die Chance hatte, an der Macht selber etwas zu gestalten. Ich möchte jetzt auch nicht so sehr über dieses Demokratiethema sprechen, das haben wir ja auch schon sehr häufig besprochen in letzter Zeit. Und hier nur ein Satz dazu. Es ist nicht die Sorge um die Demokratie, die tatsächlich die Ampelpolitiker und die Union umtreibt, sondern ganz im Gegenteil, es ist die Sorge vor der Demokratie. Die haben Angst vor der Demokratie, dass andere Leute jetzt auf einmal auch mitmachen wollen. Das ist das, wo sie auf jeden Fall Angst haben. Genau bei dem Wettbewerb der Ideen und dass ihre Ideen einfach gesagt schlechter sind. Darüber möchte ich aber auch gar nicht reden, sondern heute geht es mal um das Sicherheitsthema. Denn eine Sache, die natürlich nicht nur für einen Standort wichtig ist für Unternehmen, damit sie sich ansiedeln, damit sie Investitionssicherheit haben und so weiter, ist natürlich auch für die ganzen Mitarbeiter dieser Unternehmen, für all die ganzen Fachkräfte, die man ja anziehen will, ganz wichtig, nämlich die Sicherheit. Und damit meine ich, dass du ganz normal über die Straße laufen kannst, sowohl morgens als auch mittags, als auch abends, als auch nachts, und dich nicht darum sorgen musst, dass du irgendwie ausgeraubt oder tätlich angegriffen wirst und so weiter. So, und was jetzt hier gerade ich lesen muss, was uns aus der Hauptstadt von Hessen, die da Frankfurt am Main heißt, erreicht, ist ja wohl absolut krass. Ja, und zwar, dass jetzt Unternehmen dort die Sicherheitslage so dramatisch einschätzen, dass sie ihre eigenen Mitarbeiter davor warnen, bestimmte Viertel in Frankfurt am helllichten Tage zu nutzen. Das muss man sich mal vorstellen. Und zwar geht es hier insbesondere um US-Firmen. Ja? Also Frankfurt hat ja auch ein großes Bankenviertel und so weiter. Und hier ist es jetzt so, dass wenn man vom Hauptbahnhof zum Beispiel zu diesem Bankenviertel kommen will, man eben eine direkte Route hat hier. Die kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist eine gerade. Und jetzt gibt es eben US-Firmen, die zum Beispiel hier auch angesiedelt sind im Bankenviertel und so, die ganz explizit sagen, meidet eben zum Beispiel hier diese Nidderstraße oder die Taunusstraße und diese Straßen eben vor allem nachts, dann ist das eine No-Go-Area, aufgrund der grassierenden Kriminalität, die dort eben aufzufinden ist. Und die dann tatsächlich in einem Firmenflyer empfehlen, man solle doch, wenn man zu Fuß gehen möchte,
vom Frankfurter Hauptbahnhof hier den Seitenausgang nutzen und dann hier einen Umweg über die Gutleutstraße machen, um diese No-Go-Area herum, damit man dann sozusagen sicher zur Arbeit kommt. Und dann auch noch der Hinweis, man solle auch tagsüber keine Unterführungen und so weiter zu Fuß nutzen. Und im Zweifel solle man lieber das Taxi nehmen, dann wird das eben auch von der Firma übernommen. So, und jetzt mal die Frage an die Landesregierung und an den SPD-Bürgermeister von Frankfurt und so. Ich meine, aktuell wurde ja die Regierung abgelöst. Wir hatten vor der Hessenwahl ja Schwarz-Grün in der Regierung. Die Grünen sind rausgeworfen. Das ist meistens schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt habe ich auch gelesen, dass es dort irgendwie gestern eine große erste Razzia gab. Bin ich mal gespannt, ob man das jetzt tatsächlich mal wirklich auf Dauer auch eben einhält, weil in Berlin beispielsweise, ich sag nur Görlitzer Park und andere Orte, gibt es ja teilweise schon Zonen, da, wo man sich so denkt, ah, da kann man ja wirklich das einteilen in Green Zone und Red Zone und so. Und in diese Red Zone, ja, da sollte man lieber gar nicht erst reingehen. Erst recht nicht irgendwie mit seiner Familie oder so, ja. Oder wenn man zum Beispiel einer bestimmten politischen oder religiösen Couleur, also zum Beispiel halt eben ist, ja. Und jetzt denke ich mir so, ja, die neue Regierung, die jetzt ja aus Schwarz-Rot besteht, ja, die ja Nancy Faeser verhandelt hat, eigentlich wollte sie ja Ministerpräsidentin werden, da kann man nur sagen, es ist doch so schade für all jene Leute in Hessen, dass nicht diese absolute Sicherheitsexpertin Nancy Faeser jetzt dort Ministerpräsidentin geworden wäre, weil dann wäre doch bestimmt schon richtig der Kriminalität eben komplett der Garaus gemacht und alles wäre doch top sicher und so weiter. Aber merkt ihr, was eigentlich in Deutschland gerade abläuft? Egal in welchem Bereich. Also du könntest dir, das ist wie so ein Globus, wo du ihn einfach drehst und sagst, ich mache jetzt irgendwo meinen Finger rauf und da bin ich in Urlaub, ja. Und genauso ist es bei den Themen, wenn du dir bei der Ampel oder bei den anderen Regierungen anschaust, welche Themen sie gerade versemmeln. Also du kannst dir die Energiepolitik raussuchen, ja. Du kannst dir irgendwie die allgemeine Wirtschaftspolitik raussehen. Du kannst dir die Sicherheitspolitik, du kannst dir die Bildungspolitik, ja, guck dir die Schulen an und so weiter. Wenn man sich anschaut, was man teilweise in Ländern, eben wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich bin irgendwie Arzt oder so oder eben Ingenieur und ich habe immer die Chance und die Gelegenheit, in ein anderes Land zu gehen, wo ich übrigens dann auch nicht so eine hohe Sprachbarriere und so weiter habe, dann ist einer der Kernaspekte natürlich, oh, ja, wie gut ist das Angebot der Schulen? So, jetzt ist es meistens so, dass die natürlich dann ihre Kinder sowieso eben auf die internationalen Schulen schicken, die dann meistens Privatschulen sind und so, wo es halt eben ganz andere Sicherheitsstandards einerseits gibt und wo eben auch das Schulklo vielleicht nicht gerade irgendwie nass ist, weil es oben wieder mal reinregnet und so. Aber du kannst dir jeglichen Bereich raussuchen, ja, wo die AfD nicht verantwortlich war oder ist, der eben marode ist und der nicht läuft. Ja. Und das heißt, wie lange will man eigentlich diese Kassette immer wieder abspielen und den Wähler irgendwie verarschen und ihm kommunizieren, ja, dass man bloß vor dieser Oppositionspartei aufpassen muss, während ja die tatsächlichen realen Beispiele und die Praxisergebnisse nicht für diese Parteien sprechen, ja. Und ich meine, ich will ja ganz ehrlich sein. Warum habe ich damals angefangen mit diesen Videos? Ne? Ich habe es mir ja damals noch im ersten Jahr 2022 weitestgehend stillschweigend angeschaut, was die Ampel gemacht hat. Aber 2023 war es dann irgendwann zu viel. Und jetzt könnte man sagen, würde die Wirtschaft wachsen, wäre die Sicherheitslage gut, würden wir in den internationalen Bildungsvergleichen und so weiter gut abschneiden, dann bräuchte ich diese ganzen Videos hier alle nicht machen. Ne? Aber es ist nun mal eben nicht so. Und wenn man selbst einfach alles vor die Wand fährt, dann sollte man vielleicht den Wähler irgendwann auch mal kommunizieren, dass man selber es einfach nicht kann oder beziehungsweise noch viel wichtiger als das zu kommunizieren, ist die eigene Realisierung, dass man zu unfähig ist. Und das ist am Ende des Tages die eigentliche Angst, die all diese ganzen Berufspolitiker haben. Dass es mit einer anderen Art von Politik, dass es mit einer Alternative besser laufen könnte. Diese Angst ist so groß und sitzt so tief drin, dass sie einfach so den ganzen Tag hysterisch eine Sache nach der anderen verbocken und einfach
sich selbst und Deutschland natürlich damit massiv im Weg stehen. Ja? Egal ob im wirtschaftlichen Bereich oder in den ganzen anderen Bereichen.